Ja, liebe Leser, liebe Freunde der DVZ, einen besonders charmanten Gast, diesmal auf dem roten Sofa, Staatssekretärin Beer. Und wir haben gerade darüber gesprochen, Sie haben es auch gerade berichtet, Sie waren bei der Panama-Kanaleröffnung. Erzählen Sie doch mal unseren Zuschauern, wie war das so? Das ist doch ein grandioses Erlebnis gewesen, ja, oder? Also, nachdem mein Minister noch in der Nähe steht, muss ich natürlich sagen, es war ein großes Opfer, für ihn den Termin zu übernehmen. Aber Spaß beiseite, also es ist ja so, dass die Staats- und Regierungschefs weltweit alle eingeladen waren. Waren auch viele da, natürlich waren hauptsächlich die Staats- und Regierungschefs aus Mittel- und Südamerika da und ansonsten auch viele Verkehrsminister weltweit. Und ich muss sagen, ich war letztes Jahr schon am Panama-Kanal. Ich durfte letztes Jahr eine LAG-Logistikvermarktungsreise auch dorthin führen. Und wie die Panama einfach stolz sind auf ihren Kanal, wenn man sich mal überlegt, auch bei der Rede jetzt des Kanalchefs, da bricht halt Jubel aus. Der Kanalminister hat eine Zustimmung im eigenen Land von über 70%. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich für einen Politiker. Das heißt, und jetzt, wenn man dann wirklich tatsächlich auch dabei war, das ist natürlich schon ein Jahrhundertereignis, weil natürlich die Schiffe immer größer werden und die Ladung immer größer und schwerer wird. Und einfach die Begeisterung, da wird wirklich Logistik gefeiert und bei uns wird es eher als Störfaktor wahrgenommen. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Sie waren ja auch mit der Kanzlerin in Peking. Ja. Ich war in Shanghai zu der Zeit auf der Transport Logistik, habe auch festgestellt, wie die Chinesen, aber auch die Russen, die dort als Gastland auftraten, Logistik, wie Sie richtig gesagt haben, gefeiert haben. Ist das Verständnis von Logistik im Ausland ein anderes als das, wie es in Deutschland ist? Also ist es ein Störfaktor Logistik? Vielleicht für viele, für die Bevölkerung? Also in Deutschland wird Logistik eher so wahrgenommen, dass halt dann so ein LKW auf der linken Spur überholt oder dass am Sonntagabend halt hinterm Container die Leiche im Tatort liegt. Das wird eher so mit Logistik in Verbindung gebracht. In anderen Ländern, gerade auch in Panama, weiß man, dass man das Wirtschaftswachstum und den Reichtum auch der Logistik zu verdanken hat. Und das würde ich mir halt wünschen, dass so diese Begeisterung, dass eben die Ware, die wir jeden Tag zur Verfügung haben, dass wir nie Mangel haben, dass immer alles da ist, dass man auch weiß, wem man es zu verdanken hat. Ich arbeite da schon jetzt sehr lange dran, aber irgendwie, ja, alleine geht's nicht. Ein Thema könnte ja auch sein, das Thema Digitalisierung in der Logistik vielleicht nach vorne zu bringen. Es ist ja auch ein großes Thema, was Sie verfolgen, was auch das Ministerium verfolgt. Wie muss man sich denn, wie soll ich sagen, die Schnittstellen vorstellen zwischen dem, was man in Panama sieht, den großen Schiffen, in Peking vielleicht auch der Eisenbahnverbindung, also den, wie soll ich sagen, logistischen Großgeräten und der Digitalisierung, den Bits and Bytes? Also wir hatten ja heute auch die Verleihung des Hochschulpreises und da ging es ja auch so um Risikominimierung. Und ich denke mal, wenn man das auch so an Fallbeispielen klar machen kann, ich habe ja vorhin auch von Naturkatastrophen gesprochen. Wir hatten ja den dramatischen Vorfall vor einigen Jahren, als der Tsunami eben kam. Es ist nicht so, dass heute kein Tsunami mehr möglich wäre, aber die Frühwarnsysteme sind andere. Übrigens in Deutschland entwickelt, in Potsdam entwickelt. Und wenn man dann es eben schafft, der Bevölkerung klarzumachen, dass man es aufgrund der Digitalisierung von Satelliten, von Wetterdaten auch einfach schafft, Digitalisierung schneller und besser zu machen und vor allem vielleicht im Vorfeld nicht jedes Risiko auszuschließen, aber doch besser berechnen zu können, dann ist das schon eine Möglichkeit, ihnen auch zu erklären. Oder für jeden Einzelnen, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren ist es ja dazu gekommen, dass jeder Pizza-Lieferservice angeboten hat, wir sagen nicht nur, wann wir ungefähr da sind, sondern du kannst genau im Internet verfolgen, Bestellung aufgegeben, jetzt wird sie angenommen, jetzt legt der Pizzabäcker deine Salami drauf, jetzt macht es der Pizzabote hinten auf die Box, auf seinen Roller. Dann wird auch die Akzeptanz größer, weil man kann so diese Waren verfolgen und jede Statusmeldung, jede Push-Nachricht hilft auch nochmal, dass die Leute sagen, jawohl, das hat was mit mir zu tun. Und ich kann meine Wunschzeit, meinen Wunschort aussuchen. Also diese Transparenz ist sicherlich wichtig. Und Stichwort Convenience, also die Bequemlichkeit, es wird einfacher, besser, schneller, individueller. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also kann man mit einem Wort sagen, weil man sieht hier auch, Sie haben auch einen Anstecker, Logistics made in Germany. Ist das quasi das Exportprodukt, die Digitalisierung in der Logistik als made in Germany? Made, Logistics made in Germany,
also sehr stark mit Digitalisierung zu tun hat. Aber was natürlich schon immer noch, Gott sei Dank, mit uns einhergeht, ist so dieses, die Deutschen sind pünktlich. Ja, die sind zuverlässig. Da ist ein gegebenes Wort, ein gegebenes Wort. Das war jetzt in Panama auch so. Es gab dann bestimmte Vorgaben, wer darf in welchen Bereich rein, wer darf auf welche Tribüne. Keiner hat sich dran gehalten, niemand. Es war total wild, das Protokoll war völlig außer Kontrolle. Es war im Vorfeld schon, die Einzigen, die sich dran gehalten haben, waren wir Deutsche. Also ich war dann die einzige Unbegleitete, weil unser deutscher Botschafter sich auch an die Regeln gehalten hat. Ich habe mich an die Regeln gehalten und wenn der französische Botschafter sich nicht um mich gekümmert hätte, wäre ich wahrscheinlich entweder jetzt noch drüben oder ich hätte auf jeden Fall nicht meinen Platz gefunden. Was ich damit sagen will, ist, das war jetzt in dem Fall ein bisschen lustig, aber grundsätzlich sind diese deutschen Tugenden, die uns immer so nachgesagt werden, da kann sich jeder drauf verlassen. Und ich habe ja in Panama nicht nur den Panama-Kanal besichtigt, sondern ich war auch bei deutschen Unternehmen vor Ort, die auch zum einen am Panama-Kanal mitgearbeitet haben und auch die U-Bahn mitbauen. Und die haben ein wahnsinniges Standing, alleine nur, weil sie aus Deutschland kommen. Und das ist unser ganz großer Wettbewerbsvorteil. Dann wechseln wir nochmal zum Thema Europa. Deutschland in Europa. Ohne Europa wäre Deutschland nichts. Wenn ich das mal so als These formulieren darf. Wie sehen Sie für die Branche die Folgen aus dem Brexit? Viele, die uns geschrieben haben, sind beunruhigt. Andere sind völlig gelassen. Also es ist ein sehr buntes Bild. Wie sehen Sie das aus der Position der Bundesregierung? Ich sage es mal jetzt erstmal ganz persönlich. Für mich als jemand, der über 70 Jahre in einem Land lebt, wo es Frieden gibt, wo meine Eltern schon Nachkriegsgeneration sind, hat mich immer in den letzten Jahren gestört, dass Europa oder die Europäische Union immer so als Wirtschaftsgemeinschaft nur gesehen wird und nicht als Friedensunion. Und ich habe am Donnerstagnacht auf Freitag sehr lange die Auszählung geschaut. Bin erst um 3 ins Bett oder so, aber irgendwann muss ich dann doch schlafen, weil meinen Kindern immer egal ist, wann ich ins Bett gehe. Die stehen halt sehr früh auf. Und dann hatten wir noch Sondersitzungen den ganzen Freitag, eben auch zum Thema Brexit. Das war aber da noch nicht abzusehen. Und es hat mich persönlich schon sehr getroffen, mehr als ich eigentlich gedacht hätte, dass es mich treffen würde, weil es so unverständlich ist, ja, und weil halt da Populismus gesiegt hat und die Fakten nicht gezählt haben. Die Verunsicherung verstehe ich. Das war auch in Panama ein Riesenthema. Also es gab niemanden, der nicht drüber gesprochen hat. Es hatte auch zum Beispiel der Gesandte von Großbritannien keine Delegation, weil einfach auch niemand gekommen ist aufgrund der aktuellen Lage. Jetzt so Fakten, die jetzt im Raum stehen. Wie geht es mit der Automobilindustrie, mit der Automobilzuliefererindustrie weiter? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. So, das sind halt alles so Einzelpunkte. Oder wenn es dann um so Themen geht, wenn jetzt Roaming abgeschafft wird in der Europäischen Union, dann werden halt in Zukunft die Anrufe nach Großbritannien oder von Großbritannien auch davon nicht ausgenommen sein. Und ich habe jetzt einen Bericht einer jungen Wissenschaftlerin gelesen aus Großbritannien, die jetzt seit Jahren Krebsforschung betreibt, die ganz fertig im Internet berichtet hat, auch vom Blog, dass sie das nur machen konnte, weil sie EU-Fördermittel bekommt. Also ich glaube, dass einfach vielen die Folgen gar nicht klar sind, was damit angerichtet wurde. Auch diejenigen, die es hintertrieben haben, stellen sich hin und sagen, ja, so haben wir es ja eigentlich nicht gemeint. Aber ich merke auch unter den anderen europäischen Ländern schon eine Solidarität. Und eigentlich im Moment, man weiß natürlich nicht, was kommt, jetzt nicht so ein Dominoeffekt, dass es mehr Menschen gibt, die sagen, wir wollen da auch raus, sondern eigentlich eher so den Effekt, jetzt müssen wir noch stärker zusammenhalten. Vielen Dank. Wollen wir aber das Gespräch vielleicht mit netteren Gedanken beenden. Die Nationale Güterkonferenz ist jedes Jahr ein Highlight. Sie sind auch morgen, glaube ich, noch hier. Was erwarten Sie am morgigen Tag? Viele Diskussionen, aber auch Optimismus in der Branche? Naja, also ich meine, in Franken sagt man immer, nicht jammert, ist gelobt genug. Also deswegen okay. Denke ich, es gibt ja Grund zum Optimismus. Natürlich, man kann immer besser werden, aber ist so, die Deutschen sind ja nicht so als die Euphoriker bekannt. Deswegen erwarte ich da jetzt auch keine großen Hymnen oder so. Wir mussten das Programm umstellen, weil wir morgen in Berlin auch aufgrund des Brexit Sondersitzungen haben. Deswegen sind dann auch die beiden Minister, weil auch zusätzlich vor dem Europäischen Rat eine vorgezogene Kabinettssitzung ist, dann nicht mehr da. Ich werde trotzdem in Neuss die Stellung halten.
weil ich es wichtig finde, weil das wirklich ein Highlight für uns einmal im Jahr ist, weil es ein Familientreffen ist, weil die Branche da ist. Und für mich ist die nationale Konferenz auch immer so, der Vorabend ist natürlich toll, weil alle da sind, weil man Zeit hat für bilaterale Gespräche, aber dann der tatsächliche Arbeitstag ist für uns nochmal so, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Blutdoping fürs Hirn, wo jeder die Möglichkeit hat, auch nochmal zu sagen, was erwarten wir von der Politik, was sind unsere Wünsche, aber was sind auch nicht nur Wünsche, sondern Lösungsansätze. Und es ist eigentlich jedes Jahr was dabei, wo man sagen kann, das nimmt man gerne auf. Wir sind auf die Praktika angewiesen und deswegen freue ich mich sehr auf den morgigen Tag. Wunderbar. Und jetzt feiern wir, glaube ich, erstmal einen netten Abend. Sie sind wahrscheinlich auch noch etwas ermüdet vom langen Flug. Ich bin sehr widerstandsfähig. Wunderbar, klasse. Aber im Hintergrund sind schon einige, die das Glas Champagner, das Glas Wein, das Bier gezückt haben, wenn ich das so sagen darf. Also man muss sagen, für die Zuschauer, es ist ganz bodenständig, es ist normaler deutscher Sekt, natürlich kein Champagner. Gut, okay. Aber ich habe festgestellt, es ist übrigens Niederrhein. Hier trinkt man eigentlich Altbier und es gibt hier Kölsch. Und ich als Niederrheiner, wie soll ich sagen, der das bayerische Bier übrigens sehr mag, Tegernseher zum Beispiel, aber bin etwas entsetzt. Egal, das ist ein anderes Thema. Also für eine Fränkin ist es nicht so entscheidend, ob es Kölsch oder Altbier ist. Hauptsache es ist Bier. Ja, oder Wein ist auch oder okay. Wein. Ja, stimmt, genau. Der gute Frankenwein. Herzlichen Dank. Gerne. Das war klasse, dass Sie am roten Sofa waren. Und wir werden Sie sicherlich noch mal begrüßen dürfen auf dem roten Sofa. Vielen Dank.